Sollte man besser allein Zeit verbringen, wenn man kaum rechtschaffene Menschen um sich hat, oder sollte man sich trotzdem mit ihnen mischen? Barakallahu fikum, der Prophet sallallahu sagte: Al-Muslim au al-Mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adhaum khayrun min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adhaum. Also der Muslim, der sich mit den Leuten mischt und der zeigt Geduld, auch wenn sie ihm Schaden zufügen oder wenn sie ihn natürlich ärgern oder, sage ich jetzt, stören, ist besser als der Muslim, der sich nicht mit den Leuten mischt. Aber wenn man merkt, dass diese Mischung mit den Leuten den Iman schwächer macht und dass die Person dadurch gekränkt wird und die Religion nicht gut praktizieren kann, oder dass man wirklich Probleme im Leben hat, dann lieber allein sein. Aber diese Hadithe, die wir haben, dass wenn man allein ist, zum Beispiel wenn man so an einer Bergspitze ist und da hat man ein paar Schafe und da lebt man allein, das wird besser sein, als dass man mit den Leuten zusammenkommt. Dies, barakallahu fikum, sagum lachern, dies ist in der Zeit, dass man überhaupt keine Leute findet, die mitmachen, oder keine rechtschaffenen Menschen hat. Und das ist jetzt nicht die Zeit. Du hast immer jetzt Leute, die mit dir beten, oder Leute, die den Islam auch praktizieren, und Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Deshalb, barakallahu fikum, sagt man, hängt davon ab, wie ist deine Situation. Wenn du zusammen mit den Leuten kommst, wird dein Iman dadurch schwächer und du neigst dazu, dass du eventuell Sünden begehst und dass du deine Religion nicht richtig praktizierst, dann nein, lieber bleib allein. Und Kontakt zu den Menschen ist das Nötigste dann für dich. Aber wenn du mit den Leuten zusammenkommst, du kannst mit ihnen reden und du zeigst Geduld, und wenn sie dich auch kränken versuchen, dann wirst du nicht gekränkt, dann kannst du dich mit den Leuten mischen. Das ist eine Sache, die man nicht genau sagt, das oder das, wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Und wenn man aber mit Leuten zusammenkommt und da merkt man, dass diese Leute die Person schlecht beeinflussen, dann sollte man natürlich keine Kontakte mit diesen Leuten haben. Weil wenn zum Beispiel, wenn du mit zwei, drei Leuten zusammenkommst und wenn du mit ihnen bist, dann fängst du an, schlechte Wörter zu sagen, dann fängst du an, schlechte Taten zu machen. Du neigst dazu, dass du Sünden begehen willst, weil du mit den Leuten bist. Es gibt so diese Art Gruppenzwang. Dann nein, lieber bleib allein. Barakallahu fik, sag lachen.